Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute ist das dritte Trikot von Borussia Dortmund. Ja, ihr seht richtig, Borussia Dortmund soll also in der kommenden Saison als drittes Trikot dieses grüne Trikot bekommen. Bis jetzt kannten wir den BVB natürlich nur in schwarz-gelb oder komplett in schwarz oder komplett in gelb oder vielleicht auch manchmal in weiß, aber ein grünes Trikot, das sticht natürlich schon hervor. Das Ganze wurde auf Twitter sozusagen geleakt und jetzt fragen sich die ganzen Dortmunder Fans, aber auch viele andere Fußballfans, handelt es sich hierbei um ein Fake oder ist es wirklich ein reales Trikot, welches wir in dieser Saison noch sehen werden? Denn das dritte Trikot von Borussia Dortmund lässt immer noch auf sich warten und es wurde noch nicht herausgegeben, wie es aussehen wird. Und das hier kursiert zurzeit auf Twitter und ja, macht da sehr viel Schlagzeilen. Viele Leute kommentieren. Die meisten Leute sind meinungstechnisch eher auf der Seite, dass sie das Trikot nicht so schön finden. Vereinzelt gibt es Stimmen, die das mal ganz schön finden, mal eine andere Farbe für Borussia Dortmund. Und da würde ich gerne natürlich auch mal wissen, was haltet ihr von diesem neuen Trikot? Könnt ihr euch den BVB auch im grünen Gewand vorstellen oder ja, sieht das eher nach Augenkrebs aus? Natürlich ließen auch die hämischen Kommentare im Internet nicht auf sich warten, denn auf Twitter verhießen dann die ersten Leute, dass Borussia Dortmund jetzt natürlich auch versucht, das Trikot von der guten Borussia aus Mönchengladbach nachzumachen. Das Ganze ja mit ein paar kleinen Seitenhieben schon versehen. Aber es ist einfach ein sehr, sehr, sehr großes Thema, wie gesagt, weil sonst kennen wir Dortmund nicht in grünen Trikots und deswegen kommt das jetzt natürlich auch etwas unerwartet. Was ist denn dazu eure Meinung? Findet ihr es innovativ, schön, stylisch oder ist es eher zu grell, zu anders? Schreibt da gerne mal eure Meinung in die Kommentare, die würden mich echt sehr interessieren. Und ansonsten bleibt uns treu, guckt auch die nächsten Videos von uns, abonniert uns vielleicht auch mal und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.